Einer Pixel. Hallo Welt, was geht ab? Episode 3. In diesem verhängnisvollen, willkürlichen Spiel, verdammt. Ich würde sagen, wir versuchen es dennoch noch einmal in diesem Modus. Beziehungsweise vielleicht sogar nochmal. Also mein Ehrgeiz ist halt geweckt. Ich würde das hier schon gerne rocken, vor allem das ist die erste Szene, ey. Und wir schaffen sie nicht. Das ist irgendwie ziemlich hart. Allerdings stellt sich halt wirklich so ein bisschen mir die Frage, wie interessant ist das für euch? Aber gut. Okay. Das habe ich jetzt davon, dass ich 3 Folgen am Stück aufnehme. Und erst im Nachhinein euer Feedback habe. Aber sei es drum, da müssen wir jetzt alle durch. Wir sitzen alle im selben Boot. So, okay. Also, wir hacken jetzt erstmal die Kamera. Und zwar die vom Korridor. Ich finde das tatsächlich nicht schlecht. So. Er verhandelt erstmal. Okay. So. Er kriegt einen Tritt. Beziehungsweise nein, wir brüllen ihn an. Es hieß ja nämlich, all das, was man so mit ihm macht, wirkt sich dann im Endeffekt auch ein bisschen auf die anderen aus. Das sollten wir uns vielleicht etwas zu Herzen nehmen. Okay, so, Kamera oben sagt, check, alles noch safe. Jetzt reden wir nicht mit ihm, sondern wir laden den Turbo-Hack auf. Okay, so. So weit, so gut, würde ich erstmal meinen. Es ist halt die Frage, ey, wie gehen wir mit den Geiseln einfach um? Ich glaube, das ist echt der Dreh- und Wendepunkt oder Angelpunkt. Wenn wir die im Zaum halten, ist der Rest dann fast ein Selbstläufer, falls es sowas in diesem Spiel überhaupt gibt. Tja, wahrscheinlich ist es echt nicht verkehrt, wenn wir einen im Pausenraum schicken. Wir nehmen einfach mal ihn. Und laden die Sicherheit auf. Ich würde sagen, immer wenn wir bei 60% ungefähr sind, verstärken wir die Sicherheit wieder. So, ich muss weglaufen. Wer hat das jetzt gesagt? Sie oder er? Okay, sie sind wie meine Schwester, das kennen wir ja schon. Okay, und die kommen langsam näher. Deswegen würde ich sagen, arg, wir werden sterben. Okay, schießen wir da vielleicht nicht so das Beste. So. Ach, komm schon, ey. So, jetzt ist der Anführer tot von denen. Ich weiß halt nicht, ob das so gut ist. Shit, Mann. Shit, shit, shit. Und der nächste. Super. Was ist denn, wenn wir jetzt befreien machen? Das heißt also, mit den irren Geiseln fertig sind wir alles nicht klar. Ja, bla, bla, bla. Ey, wie soll das denn gehen? Das ist halt, wie gesagt, das ist diese Willkür, von der ich in der ersten Episode schon gesprochen habe und ich weiß nicht, sowas ist halt nicht cool, wenn man die Dinge so gar nicht in der Hand hat. Es ist im Endeffekt jetzt schon fast egal, was wir machen, weil Mann, ey, keine Ahnung, wir schicken sie jetzt mal in den Pausenraum und holen die andere. Achso, geht wahrscheinlich gar nicht, weil der andere noch drin ist. Was macht der? Raucht der oder scheint er nachdenklich? Ich habe keine Ahnung. Oh, nee, oder? Jaha, ich muss bloß, sagt er da. Ja, was muss er denn bloß? Tja, und weißt du, schön ist, machen wir es einfach nochmal. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Man kann halt auch nicht einfach irgendwie so nach einem gewissen Plan vorgehen. Also klar, hier Kamera hacken, Korridor und so, das ist vielleicht nicht ganz so verkehrt. Dann auch immer zu sagen, hier verhandeln ist auch nicht verkehrt. Komm, wir geben uns einfach mal eine Geisel frei. Und was wollen wir? Wir wollen Netzstabilität. Verstehe, ihr habt vorübergehend Netzimmunität, tut unseren Leuten nichts. Das heißt, wenn ich jetzt Torbike auflade, bleibt die Sicherheit bei 89% oder was? Er ist abgelenkt. Das werden wir ihm gleich nochmal zeigen, dass wir nicht abgelenkt sind.
So. Wenn du kooperierst, lebst du vielleicht morgen noch. Ey, komm, dann kriegst du auch noch so einen Tritt ab. So. Und die rücken gerade weiter, deswegen würde ich sagen, verhandeln wir nochmal. So. Und, ich würde sagen, wir schießen ihn einfach mal ins Bein. Vielleicht kann er dann auch gar nicht abhauen. Allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach wird das so sein. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir schießen einfach allen Vieren am Anfang ins Bein und dann können sie zumindest nicht wegrennen. So. Wie es wohl jetzt ist, wenn man ihn in den Pausenraum schickt. So, wir haben immer noch Netzimmunität, glaube ich. Oder? Ne, jetzt ist 1%, glaube ich, weg. Ach, wir werden sterben. Okay, dann schicken wir sie mal jetzt in den Pausenraum. So, wir brauchen jetzt auf alle Fälle wieder Sicherheit. Und dann nochmal den Turbo-Hack. So. Dann beruhigen wir ihn mal. Unsere Datenbank ist extrem gut gesichert, die knackt man nicht so leicht. Alles klar, ja, ja, das kennen wir ja schon. So, dann nochmal Turbo-Hack aufladen. Okay, so, und jetzt müssen wir auf alle Fälle mal schießen, sonst haben wir hier gleich Gäste. Okay, Abraham, was machst du denn? Mit den irren Geiseln fertig zu werden ist nicht leicht. Klar, verdammt, nur noch eine Geisel. Hä, wieso nur noch eine Geisel? Rennt sie gerade hinten weg, oder was? Auf alle Fälle sollten wir uns jetzt mal darum kümmern. Also um sie, mal gucken, was sie denn gerade macht. Okay, sie sieht auf alle Fälle nicht ganz so sorgenfrei aus. Das ist okay, dann lassen wir sie da hinten. So, Hackfortschritt bei, ja, keine Ahnung, was ist das, 20% oder so? Ich muss weglaufen. Scheiße, Mann, wir schießen ihn jetzt auch einfach mal ins Bein. So. Du greifst nochmal an. Ist er tot? Ach, er ist gestorben, Alter, an seinen Verblutungen. Shit. Okay. Exekutieren oder heilen? Ah, okay, dann heilen wir ihn jetzt mal. Okay, verstehe. So, gleich haben wir die 100%. Die hätte ich unglaublich gerne, ehrlich gesagt. Die holen wir uns jetzt auch. Wir gucken aber nochmal ganz kurz hinter zu ihr. Okay, aber sie wippt immer noch etwas panisch, deswegen passt das. Er ist einfach verblutet. Das erklärt auch seine blasse Hausfarbe. Ja, die blasse Hausfarbe. Die platte, Alter. Naja, ihr wisst, was ich meine. Die platte Hausfarbe, genau. So. Ladevorgang läuft, du weißt ja, der Turbo-Hack ist riskant. Man sollte ihn nur einsetzen, wenn die Aussichten auf Erfolg hoch genug sind. Ja, das sind sie ja jetzt wohl. Und das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt keine andere Aktion, nicht, dass irgendwas schief geht. So, starte Turbo-Hack-Sequenz. Bist du bereit, Liam? Oder Liam, schieß los. Netzwerkpfad werden stabilisiert. Start der synaptischen Treiber. Erledigt, kann losgehen. Turbo-Hack ausführbereit, Countdown beginnt. 3, 2, 1, ausführen. Das war Wahnsinn. Okay, nicht schlecht. Jetzt sind wir ja schon bei, keine Ahnung, was ist das, 75% oder irgend sowas? Allerdings wird es jetzt hier wieder ungemütlich. Dann drängen wir die Guten mal wieder zurück, erhöhen die Sicherheit jetzt erneut. So. Jetzt reden wir mal mit ihm, machen beruhigen. Und sie kommen schon wieder näher. Verdammte. Es nervt etwas, dass das Bild immer so rüber switcht, aber okay. So, okay, jetzt werfen wir nochmal einen Blick hinter zu ihr. Okay, aber sie dreht irgendwie mit dem Finger noch um ihre Haare. Also ihr geht's echt nicht so gut, aber das ist in Ordnung, weil das ist im Endeffekt das, was wir wollen. Sie ist gerade so ein bisschen mit sich beschäftigt. So, dann machen wir jetzt hier nochmal verhandeln.
Und dann nochmal Turbo-Hack aufladen. Die Sicherheit erhöhen. Oh, scheiße, Mann. Machen wir halt befreien, was auch immer das bedeutet, Alter. Ich check's nicht. Jetzt müssen wir sie auf alle Fälle holen, sonst haben wir nämlich ein Problem. Oh, der Hack ist fast durch, ey. Scheiße. Zurückholen. Das sind da irgendwie nur noch 15%, 10%, irgend sowas. Shit. Ich muss bloß, genau, du musst bloß ruhig bleiben, Baby, dann wird alles gut. Turbo-Hack aufladen. Ja, so nochmal verhandeln, etwas Zeit schinden. Ah, nee, oder? Nein! Nein! Oh, Mann! Oh, was mein Hackfortschritt lag bei... Ach, du Scheiße! Die andere Scheiße... Oh, nein, der Balken unten muss sich auch noch füllen. Dein Hackfortschritt lag bei 47%, das erklärt einiges. Scheiße, Alter, du hast zwei Geiseln Leben gelassen. Schamane verlor durch Sicherheit sogar 4% der Daten. 13% des Hackfortschritts ist mit dem Turbo-Hack zu verdanken. Du hast deine Situation sanft verhalten. Wieso denn schon wieder sanft, ey? Boah, Alter, so langsam? fuck. Okay, genug der sanften Worte, Alter. Jetzt reicht so verhandeln. Kamera hacken, Korridor. So, jetzt kriegt erstmal jeder Scheiße einen Tritt ab. Beziehungsweise sie wird angebrüllt, machen wir es erstmal so. Er kriegt einen Tritt. Er wird angebrüllt. Und er wird angebrüllt. So, ich muss, was muss ich? Ich hab's nicht gelesen. Ich muss abhauen, oder was? Ich hoffe doch nicht. So, du schießt jetzt mal. Danach müssen wir Sicherheit erhöhen. Ach, ich wollte es gerade sagen. ja, okay. Das ist der absolute Wahnsinn, ehrlich. Es ist tatsächlich hier oben dann erst 50% und da unten wird es dann nochmal die anderen 50% sein. Ist das beschissen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, es gibt noch irgendeine Option, die wir nicht sehen. Aber ich glaube, das ist nur Wunschdenken. Denn der Typ hackt so langsam. Wenn wir das Medusa-Virus haben, werden wir die Konstellare Föderation in ihre Grundfesten erschüttern. Ja, toll. Es kann doch nicht sein, Alter. Wir haben wahrscheinlich nicht mal 10% und es sind schon zwei Geiseln tot. Ich mach nochmal Restart, das bringt sonst nichts, glaube ich. Das hier hinten ist auch ein wunderschöner Grafikfehler, beziehungsweise das, was sich hier als Grafikfehler aufzeigt und unseren Cursor verschlingt, ist im Endeffekt der Bildschirm. So. Tja. Verhandeln. Turbo-Hack aufladen. Turbo-Hack aufladen. Turbo-Hack aufladen. So, und bevor die zu entspannt werden, würde ich sagen, treten wir ihn. Okay, Sicherheit verstärken. Und jetzt mal einen Blick hin. Riskieren, wo die Leute denn sind. Okay. Demzufolge schießen. Okay. So. Dann Turbo-Hack aufladen. Turbo-Hack aufladen. Oh, nicht doch wieder er, Alter. Und warum befreien? Was heißt das? Ja, super, ey. Ganz toll. Ich schicke jetzt einfach mal so einen Turbo-Hack los. Was soll's? Oh, das wollte ich nicht, ich wollte eigentlich das machen. Ach so, und das hat jetzt nicht mal geklappt. Und die stehen schon wieder vor der Tür. Kann man eigentlich was mit ihm machen? Nee, kann man nicht. Wir verschonen euren Anführer, wenn ihr die Geiseln freilasst. Ja, toll.
I don't get it, ey. Vor allem, dass sich dieses Befreien auch so einen Tick bewegt, dachte ich manchmal, man kann irgendwie daran ziehen, irgendwie, dass man sie wieder zurückholt, aber das klappt alles nicht. Okay. Ja komm, dann verpassen wir ihn jetzt einfach noch einen Kopfschuss und dann ist Ruhe. Oh yeah. So, aber schön, dass er mitdenkt. Aber natürlich kommt da die Granate. Wer hätte es gedacht? Oh Mann, Alter, das ist jetzt langsam demotivierend. Einfach weil ich keine Ahnung habe, wie man jetzt gekonnt vorgehen könnte. Deswegen würde ich sagen, werden wir langsam wahnsinnig. So. So, weglaufen ist nicht. Dann packen wir sie in den Pausenraum. Und er kriegt einen Tritt und wird er erschossen. Und dann war es das im Endeffekt schon wieder. Jawohl, so. Und wahrscheinlich kommt jetzt gleich die Granate, weil solange sie im Pausenraum ist, sieht man nicht, dass... Ja, genau. Sieht man nicht, dass es noch eine Geise gibt. Okay, ihr seht, ich werde langsam ungeduldig. Das ist nicht cool. Alter, ich würde so gerne wenigstens das erste Szenario schaffen, aber... Wie verdammte Scheiße. Okay, wir reden nochmal ganz kurz mit ihnen bezüglich, wie wir mit dem Geiseln vorgehen sollen. Liam, die Geiseln wirken ziemlich aufgewühlt. Wie soll ich mit ihnen umgehen? Puh, schwierige Frage. Sie wirken tatsächlich labil. Wenn sie zu unruhig werden, sprich mit ihnen, um die Lage zu entspannen. Aber wenn du siehst, dass sie zu locker werden, weil du sie mit etwas, weißt du sie mit etwas Gewalt in die Schranken. Das sagt sich so leicht. Vergiss nicht, dass du es mit einer Gruppe zu tun hast. Wenn du einen beruhigst, werden alle ruhiger. Das gilt auch für Gewaltanwendungen. Einem einen Tritt zu geben, kann effektiv sein, verängstigt aber auch die anderen. Der Glatzköpfige scheint mir der Boss zu sein, sieht aus, als respektieren sie ihn, du kannst das ausnutzen. Was immer du mit ihm anstellst, zeigt sich auch Wirkung auf die Gruppe. Du hast sowas wohl schon mal gemacht. Haha, sagen wir, ich hatte zu viele kleine Brüder, okay, das war die Geschichte. So, und was ist mit den grünen und mit den roten Aktionen, Alter? Ich sehe hier keine grünen und keine roten Aktionen, nach wie vor nicht. Okay. Na gut, so. Vorhanden. Kamera hacken, Korridor. So, jetzt reden wir einmal mit ihm. Die anderen sind entspannt. Turbo-Hack aufladen. Noch einmal Turbo-Hack aufladen. Okay. Was war das jetzt? Also die Leute haben irgendwie gesagt, okay, er ist abgelenkt, wir sollten die Situation ausnutzen und dann? Oh Mann, ey. Okay, gut. Versuchen wir es einfach nochmal. Und irgendwie kann ich gerade den Scheiß hier nicht wegdrücken. Doch, jetzt geht's, danke. So, okay, Turbo-Hack aufladen. Das machen wir jetzt zweimal. Ich muss weglaufen. So, jetzt beruhigen wir ihn. Erhöhen die Sicherheit. Schießen. Arg, wir werden sterben, sondern beruhigen wir ihn wieder. Turbo-Hack. Ich muss weglaufen, ich muss weglaufen. Beruhigen. Sicherheit verstärken. Schießen. Arke werden sterben. Beruhigen.
Turbohack aufladen. Ich muss weglaufen. Beruhigen. Verhandeln. Sicherheit. Beruhigen. Turbohack aufladen. Scheiße. Erneut Turbohack aufladen. Ja, wobei, vielleicht nochmal beruhigen. Schießen. Turbohack aufladen oder Sicherheit? Ich würde sagen Sicherheit. Ich muss weglaufen. Beruhigen. Turbohack aufladen. Ich muss weglaufen. Beruhigen. Schießen. Oh, komm schon, Alter. Warum denn jetzt er, Alter? Fuck. Fuck, ich wollte ihn gar nicht ausführen. Ach, Mann, ey. So, toll. Sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Alter! Fuck off, ehrlich. Ja, jetzt können wir es ja schon wieder vergessen. Wir haben keine einzige Geisel mehr. Das ist echt frustrierend und das ist sinnlos. I don't know, Alter. Ich glaube, in der nächsten Episode fangen wir mal irgendwie mit diesem Light-Modus an oder so. Das macht absolut keinen Sinn. Bis dahin, kenne deine Pixel.